Hallo, ich bin's Alena. Ich habe heute das Küchenorganisationsvideo fertig gedreht. Das seht ihr allerdings jetzt erst am Mittwoch. Drum nicht wundern, warum ich die gleichen Klamotten dann habe. Mich hat auf Instagram die liebe Frau Mautz gefragt, dadurch, dass er jetzt zwangsläufig alle Friseure zu haben, ob ich nicht mal zeigen kann, wie ich meinem Kind, also dem Kleinsten, und meinem Mann die Haare schneide. Mein Mann ist auf Arbeit, also konnte ich es euch jetzt nur anhand meines Kindes zeigen. Und er ist gerade in der Badewanne, keine Panik, ich bin da sofort wieder drüben, alles gut, er ist fast fünf, wir haben eine Anti-Rutschmatte etc. So, es geht heute ums Haareschneiden beim Kind. Grundvoraussetzung, Schere, Schermaschine, viel Geduld, nicht verzweifeln. Im schlimmsten Fall, wenn das Kind verschnitten ist, es gibt immer noch die Möglichkeit, das Ganze kurz zu rasieren, ist halt dann so. Oder auch ein paar kleine Kanten werden rauswachsen. Ich würde dieses Video eigentlich nicht online stellen, wenn die Friseure geöffnet haben. Bin ich ganz ehrlich? Aber okay, Friseure haben jetzt alle zu, das heißt aber nicht, dass ein Kind, Mann, Hund und so weiter rumrennen müssen wie, ne, Ballschrat, Hustensaft, Schmuggler etc. Drum, liebe Friseure und Friseurinnen, seid mir bitte nicht böse, es ist auch bei mir nicht perfekt, denn ich habe das nicht gelernt, das ist alles Learning by Doing. Meine Haare schneide ich mir ja eigentlich auch selber, wenn sie nicht gerade im Dutt sind, weil ich duschen muss und sie langsam fertig werden. Aber ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich geworden, erklärt und auch im Bild. Ganz viel Spaß! Okay, das ist die Frisur, wo wir hinwollen. Diese Frisur habe ich ihm schon von Haus aus selbst geschnitten. Exakt die gleiche Frisur hat im Übrigen auch mein Mann, nur etwas länger und, also oben länger, ne? Grundvorbereitung. Grundvorbereitung ist natürlich bei uns, dass das Kind, also der Kleine, erstmal auf einem Hocker sitzt und er bekommt einen sogenannten Frisierumhang drum. Geht einfach darum, dass ihn dann die Haare nicht so doll jucken. Nebenher puste ich ihm auch immer wieder dann abgeschnittene Haare einfach gleich weg, damit er ruhig sitzen bleibt. Zweite Vorbereitungsmaßnahme ist natürlich, dass mein Kind mein Handy bekommt, was er sonst normalerweise nicht kriegt, mit irgendeinem Spiel drauf, was er noch nie kennt. Also was er noch nicht kennt, was er noch nie gespielt hat. Ich gebe hier mein Bestes. Ich feuchte dann die Haare einfach nur ganz leicht an und nehme dann den Bart und ja, so den Barttrimmer meines Mannes, der auch gleichzeitig Schermaschine ist, den hat er bei Amazon bestellt. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox. Ich habe jetzt hier den 6 mm Aufsatz dran. Normalerweise wäre Liam jetzt noch nicht dran gewesen, dass ich ihm die Haare schneiden muss. Für das Video habe ich es aber jetzt noch mal kürzer gemacht. Normalerweise sind bei ihm die Seiten und hinten bis zum Wirbel hoch, wie ich rasiere, wie ihr sehen könnt, sind normalerweise 9 mm. Aber der Kindergarten hat zu, ich wurde gefragt und ne, dann muss auch mal das Kind mit 3 mm kürzeren Haaren durch die Weltgeschichte rennen. Das klappt jetzt auch. Das Tolle an diesem ja, Frisier- oder Rasierapparat, er reißt nicht. Also er kitzelt. Liam sagt, er kitzelt. Liam ist 4 Jahre, er wird im Oktober 5. Und wenn er sagt, es kitzelt und es zerrt nicht, dann wunderbar. Kann ich nur empfehlen. So, ich rasiere ihm dann den Nacken und auch die Seiten so weit hoch, bis die langen Haare anfangen. Kleine Kinder haben ja meistens, zumindest meins, und da bin ich sehr froh drüber, glatte Haare. Ich rasiere auch recht hoch am Hinterkopf bis zum Wirbel. Und im Übrigen hat er sich so hingesetzt, ja, dass er den Kopf am Waschbecken ablegen kann. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Es ist nicht perfekt, aber es ist in Ordnung und ich muss mich nicht schämen, wenn ich mit ihm aus dem Haus gehe, so denke ich zumindest. Ich rasiere jetzt auch die andere Seite. Ihr habt ja gesehen, wie weit ich das mache an den Ohren. Ich halte die Ohren dann immer fest und schütze sie mit der Hand, dass ich ihn nicht verletze. Das ist mir sehr wichtig. Safety first, macht auch jeder Friseur so. Das Tolle am Handyspiel, was das Kind nicht kennt, er bleibt ruhig sitzen, wie ihr sehen könnt. Ich kann dann wirklich ganz in Ruhe, auch wenn ich die Koteletten, also ich denke, das heißt Koteletten, ja, Koteletten, rasiere, nehme ich das Ohr immer und drücke es leicht nach unten hinten, dass ich da auch wirklich gut rankomme und dann nicht noch 5-mal mit der Schere lang muss, denn es ist hier wirklich auf Zeit. Er bleibt ruhig sitzen. Ich habe wirklich immenses Glück mit ihm jetzt gerade im Moment, dass er das Haareschneiden sehr gut mitmachen lässt. Das war nicht immer so. Ich schiebe ihn jetzt ein Stück zurück, weil ich einfach jetzt auch dann wirklich mit der Schere an die etwas längeren oberen Haare ran muss. Ich mag die Frisur so, wie sie ist, sehr, sehr gerne. Ja, ich spiele mich immer noch mit der Kamera nebenher. So ist das, wenn man dem Kind die Haare schneidet oder generell alleine alles filmt. Ich mache dann oben nochmal feucht
oder auch gerne ein bisschen nasser. Und fange dann an den Seiten mir das wirklich stückweise mit dem Kamm zwischen Zeigefinger und Mittelfinger zu nehmen und schneide dann auch wirklich nur ab, was nicht mehr in einer geraden Linie ist. Und das Gleiche mache ich dann praktisch von dem höchsten Bereich am Hinterkopf bis nach vorne zum Pony. Nehme dann die gleiche Rubrik an Haare, die wir gerade geschnitten haben, wieder ein Stück weiter bis zur Mitte rein. Bedeutet, so dass ich sehen kann, okay, hier ist meine erste gerade Kante und wie ihr sehen könnt hier, das, was alles zu lang ist, das wird abgeschnitten. Ist natürlich jetzt bei meinem Kleinen um einiges weniger, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, dein Kind den Haarschnitt jetzt schon etwas länger einfach wachsen hat. Da kannst du aber dann auch, ja, so kurz gehen, wie du dich traust. Wie gesagt, im schlimmsten Fall, es wächst alles raus. Die Kindergärten haben noch länger zu, bis zum 20. April bei uns auf alle Fälle. Und ja, so kann ich, ne, zur Not wächst es auch raus. Jetzt habe ich eine andere Einstellung genommen. Liam hat am Hinterkopf einen Wirbel, den hat er von mir und meinem zukünftigen Mann geerbt. Und auch hier seht ihr das, was wirklich zu hoch ist, was absteht, was nicht in einer Geraden ist, das schneide ich raus. Das Gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Normalerweise würde ich meine Hand jetzt anders halten, aber da steht ihr jetzt und meinen Hintern wollt ihr da jetzt mit Sicherheit nicht sehen. Und so gehe ich den ganzen längeren Bereich einfach ab. Ich mag's. Also ich gleiche jetzt auch nicht noch den Übergang an zwischen kurz und lang. Ich lasse das so, weil Liam geht eh eigentlich, ne? Meistens mehr oder minder gestylt aus dem Haus. Und das Gleiche auch am Pony. Ich gucke auch immer, dass ich mit meinen Fingern einfach auch seine Stirn schütze. Dass, falls er ruckartige Bewegungen macht, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ich nicht an seinen Haaren ziehe und mir die Haare nicht rausrutschen und ich ihn nicht mit der Schere aus Versehen pieke oder verletze. Da, wenn euer Kind gerne Fernsehen guckt, eine Lieblingssendung hat, wo es elektrisiert davor sitzt, dann am besten dann. Und wie ihr sehen könnt, ich mache das wirklich vorsichtig und langsam und kämme dann nochmal immer wieder durch und gucke, weil gerade wenn man das so durchkämmt und mal von A nach B schiebt, sieht man immer noch, also dann ich zumindest, ein paar Bereiche, wo ich sage, oh, das sieht jetzt aber nicht so gleichmäßig aus und da korrigiere ich dann einfach nochmal nach. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich kämme das dann auch mal nach vorne und wuschel ein bisschen durch, damit ich sehe, wie es fällt. Ich meine, wenn Liam geschlafen hat, sieht er eh aus wie explodiert oder wie ein Rosettenmeerschweinchen. Hier sage ich ihm immer, er muss ganz ruhig sitzen bleiben, weil ich dann wirklich die zwei, drei längeren Härchen an den Ohren, die ich mit der Schermaschine nicht erwische, einfach nochmal schnell mit der Schere nachschneide. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich gucke jetzt einfach nochmal, ob es da irgendwas ist oder ob da irgendwas ist, was sich nicht so ins Gesamtbild einfügt. Und dann geht Liam auch gleich im Anschluss in die Badewanne, damit wir die ganzen abgeschnittenen Härchen, die jetzt nun mal trotzdem überall sind, ich frage mich immer, wie die da hinkommen, einfach abgewaschen kriegen und er sich nicht die ganze Zeit jucken muss. Er ist mäßig begeistert, wie man sieht. Ich liebe es, wenn mein Modell so mit mir mitarbeitet. So, das war's jetzt mit dem Video. Bessere Bildaufnahmen habe ich leider nicht, denn bei uns schaut es gerade aus wie Kraut und Rüben. Bei uns ist es so, wenn ich in einem Raum arbeite, sieht der andere wieder aus wie explodiert, solange der Kleine hier zu Hause ist. Das ist nun mal so. Ich hoffe, es war verständlich. Ich hoffe, es war auch ersichtlich, was ich meine. Falls nicht, I'm so sorry, noch mehr Haare habe ich jetzt im Moment nicht zu schneiden. Und ja, trau dich ruhig ran. Im schlimmsten Falle, eine Kante wächst wieder raus, die Haare wachsen alle wieder, also es wächst eine Kante raus, die Haare wachsen. Oder aber im schlimmsten Falle kann man es immer noch wirklich kurz rasieren mit der Schermaschine, 6 mm, 9 mm. Ist halt dann einfach mal für 8 Wochen so. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Video am Mittwoch. Tschüss, deine Alina.